enorm gut. Das habe ich nicht erwartet, dass es so gut läuft. Naja, Jarvik wird sich jetzt bestimmt freuen, da jetzt endlich mal ein Reaper getötet wurde. Tja, ihr müsst aber eine Tür bewachen. Sonst labert ihr noch mehr Scheiße. Außerdem war es da unten ziemlich gefährlich. Okay, ich bin dran. Hm? Was ist der erste Befehl, den ein Commander der Allianz am Beginn eines Kampfes erteilt? Ich gebe auf. Korrekt. Also gut, mein Großer. Wie nennt man es, wenn ein Turianer von einem schrecklichen Dornenmonster getötet wird? Teambeschuss. Hey, der ist uralt. Den gibt's schon seit Shang-Chi. Man muss die Klassiker respektieren. Wie viele Menschen braucht man, um ein inaktives Massenportal zu aktivieren? 602. 600, um darüber abzustimmen, einen, um die Asari um technische Unterstützung zu bitten und einen, der danach einen Sitz im Rat dafür verlangt. Woran erkennt man, dass ein Turianer keine Munition mehr hat? Er wechselt zu seiner Ersatzwaffe, dem Stock im Arsch. Warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Sie verarschen mich. Das turianische Militär hat einen Witz über mich? Ja, sicher. Ich habe ihn selbst von einem Gefreiten auf Paladin gehört. Also dann, warum heuert die Allianz Piloten mit der Glasknochenkrankheit an? Damit ihre Marines beim Nahkampftraining auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Oh Mann, den müssen Sie unbedingt mal James erzählen. Hey, was ist das größte Problem bei der Behandlung eines Turianers, bei dem in einer Gesichtshälfte eine Rakete eingeschlagen ist? Rauszufinden, welche Seite von der Rakete getroffen wurde? Witzig. Ich hätte nie erwartet, dass sich Kogana und Turianer je zusammentun. Selbst die Reaper müssten Angst haben, sie zu provozieren. Mehr als nur ein bisschen. Es tut mir leid um Morde. Er war ein guter Freund. Er war ein guter Mann. Immer hat er irgendwelche Tests gemacht. Einmal hat er mich mitten in der Nacht geweckt, um zu fragen, wie viele Lebern Menschen haben. Und diese Beule an meinem Ellenbogen. Er sagte, es wäre nur eine kleine Knochendeformation, aber ich bin sicher, er hat eine Sonde reingesteckt. Zum Glück nur da rein. Ich dachte immer, er sei nützlich, aber verrückt. Und dann opfert er sein Leben. Um die Kroganer zu retten. Bestätigt das nicht, dass er verrückt war? Doch. Aber er war einer von uns. Wir haben jetzt die Kroganer und die Turianer. Wie geht's weiter? Die Kroganer reißen das Ruder auf Pelavin herum. Endlich ist ihre Ballerei mal nützlich. Graben, bis wir Tageslicht sehen, was? Soll mir recht sein. Wie ist das, wenn man weiß, dass die Kroganer auf ewig Lieder über einen singen werden? Ich denke, es wäre eine Ehre. Es fühlt sich gut an. Es läuft genug falsch in diesem Universum. Da kann zur Abwechslung auch mal was klappen. Ich war noch nie so hautnah dabei, wenn Geschichte geschrieben wurde. Gut, außer dem Angriff der Sovereign auf die Citadel und die Kollektorenbasis, aber diesmal war's gut. Hoffentlich hat Rex auf Tuchanka weiterhin das Sagen. Wir sollten ihm einen Vorkoster besorgen. Stellen Sie sich das Gemetzel vor, wenn irgendein Hitzkopf übernimmt. Könnte passieren. Ich weiß, wir müssen das Risiko eingehen. Aber wenn dabei nicht meine eigene Welt auf dem Spiel stünde. Das Salarianer-Angebot war verlockend. Das war nicht das Richtige. Ich hätte das niemals tun können, ganz egal um welchen Preis. Ich bewundere Sie, Shepard. Sie bemühen sich wirklich, die Galaxie zu retten, ohne dabei andere Völker auszulöschen. Naja, wenn man weiß, wo die Freunde sind. Ich hoffe, das Glück hält an. Wird schon. Hey, wo ist denn Edi hin? Nein, ehrlich, wo ist sie denn hin? Ich könnte schwören. Sie sitzt da. Commander, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Gut. Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Das wäre lustiger als gegen Edi. Edi schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt darauf an, wie viel Spaß wir haben.
Und dabei kommt es nicht auf diese sexuelle Ebene. Wir finden eine Lösung. Der Tigel hat ein... Oh, verdammt. Beachtet das nicht. Ja, das... Dies ist ein schwarzer Tag, nicht für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Ach, werden wir es mal sehen. Dalatras. Babys machen. Babys machen, wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide steigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Ich auch. Also ich bin sehr stolz darauf, mit so einem irren Typen befreundet zu sein. Beeindruckende Arbeit auf Pelowan. Das ist der von... Okay. Was es unseren Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generälen davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Toriana und Krogana gemeinsam einen Reaper Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Super. Kämpfe noch. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen. Und auch nicht... Okay, auf Ferris. Eine VI? Lieutenant Steve Cortez? Ah, ja, okay. Ich glaube, das ist auch erstmal alles. Ja, gucken wir mal. Abtrünnige Jägerpiloten? Okay. Ist interessant. Sehen wir uns das mal an. Wo ist er? Morden Solus. Da ist er. Ich weiß nicht. Ihn zu verlieren ist sehr traurig. Er war so ein verrückter Vogel, aber wir mochten ihn doch alle gern. Er ist lustig gewesen. Auf seine Art und Weise. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschel und zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Gut. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben. Und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern... Ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Na, ach, ist noch recht jung. Erst 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Hey! Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich habe Freunde, wie Sie. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Okay. Wir haben von Ferris noch einige Sachen bekommen. Muss ich mal jetzt mal gucken. Überreste eines Reapers. Wir könnten da den Laderabattbonus bekommen. Das heißt, wir zahlen dann etwas weniger. Der Schildbonus wäre auch ganz gut. Dann hier noch ein Waffenupgrade. Nein, wir machen das mal in Munitionsbonus. Wir haben zu einem späteren Zeitpunkt ja noch die Möglichkeit. Arbeiten Sie an irgendwas? Ich helfe bei der Entschlüsselung einiger Elemente des Tigels. Zumindest versuche ich es. Theoretische Partikelphysik auf der Basis spezieller Duodezimalmathematik ist nicht unbedingt mein Fachgebiet.
Und unser eigener Proteaner ist so hilfreich wie immer. Ich Gar würde nicht. Meine letzten 100 Jahre dafür geben, wenn ich auch nur einen proteanischen Wissenschaftler wiederbeleben könnte, damit er uns hilft. Naja. Auf dem privaten Nachrichtenterminal befinden sich neue Informationen. Dann gucken wir mal, was Dr. Chuckwas so sagt. Ihr ging es ja nicht so gut einmal. Wie läuft es denn hier überhaupt? Was machen Sie gerade? Ich lade den Turianern Daten über den zerstörten Reaper hoch. Sie suchen nach möglichen Strukturschwächen beim Feind. Unsere Daten sagen, Reaper-Großkampfschiffe wie die Sovereign sind einzigartig, aber die kleineren Zerstörer weisen Ähnlichkeiten auf. Der war klein? Relativ, ja. Bodenangriffsschiffe sind nur etwa 160 Meter hoch. Die Sovereign dagegen hatte fast 2 Kilometer. Gut, reden Sie weiter mit den Turianern. Wenn es eine Schwachstelle in der Panzerung der Reaper gibt, müssen wir sie alle kennen. Hallo, Shepard. Hi. Und, Dr. Chuckwas? Sind Sie okay, Commander? Ja, da ging es unten ganz schön heiß her, ne? Ziemlich stressig. Verrückt, aber stressig. Eieiei. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie ist. Und gleich gibt es mal ein Interview mit der Reporterin. Ich glaube, das wird ihr auch gefallen. Genophage-Heilmittel? Das ist viel besser als ein Bericht über... Commander, haben Sie kurz Zeit? Na klar. Was möchten Sie wissen? Sie haben ein Heilmittel für die Genophage freigesetzt. Millionen von Kroganern werden jetzt die Reaper bekämpfen. Was sagen Sie Leuten, die das für den Beginn neuer Rachni-Kriege und kroganischer Rebellionen halten? Das würde ich so nicht sagen. Die schlechten Seiten der Kroganer fallen einem schnell ein. Aber auch die guten sind erinnerungswürdig. Und das heißt? Die Kroganer waren einmal Helden und wollen das auch wieder sein. Wir geben ihnen diese Chance. Wussten Sie, dass der Erdnot-Clan beim Rat bereits eine Botschaft und das Recht auf eine Kolonie beantragt hat? Das ist eine Verhandlungssache. Die Kroganer kommen einer Heimatwelt des Rats zu Hilfe. Das ist mehr, als die meisten anderen Spezies tun. Ich habe bei der Genophage-Heilung geholfen. Alles andere betrifft nur den Rat und die Kroganer. Sie hörten Commander Shepard persönlich. Bis morgen. Ich bin Diana Ellis. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Okay, ich schneide den Bericht fertig und reiche ihn dann zur Freigabe beim Oberkommando ein. Das ist gut. Ja, das müssen wir jetzt öfter mal auch machen. Ich meine, hier vorbeischauen, mit ihr reden. Edie steuert die Normandy nicht, sie ist die Normandy. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandy, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker, die Normandy ist ein Schiff. Edie ist eine Sammlung von Hardware zur Datenverarbeitung auf diesem Schiff. Das sind zwei verschiedene Dinge. Widerlegt das nicht schon die bloße Existenz der Reaper? Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Und, was geht hier ab? Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Mal gucken. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. So, und wie läuft es hier? Manchmal ist es total schwierig, das Raster im Gleichgewicht zu halten. Commander? Schon witzig. So, reden wir mal mit unseren Proteanern. Warum interessieren Sie sich so sehr für mein Volk, Asari? Die Proteaner waren immer ein Rätsel, das es zu lösen galt. Ich wollte wissen, was mit ihrer Zivilisation geschehen ist. Warum ist so eine erleuchtete Spezies verschwunden? Erleuchtet? Naja, man hatte immer den Eindruck. Und jetzt, wo ich da bin? Was ist das für ein Gefühl, nach 50.000 Jahren in einer neuen Galaxie zu erwachen? Ich finde, dieser Zyklus legt zu viel Wert darauf, was andere Spezies denken. Kroganer, Turianer, Salarianer. Zu meiner Zeit waren sie alle primitiv.
Was soll ihre? Das ist jetzt auch egal. Commander? Wie kommen Sie zurecht, Jarvik? Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft, aber deshalb bin ich nicht hier. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Thane. Und der Korganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Metamorphose. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht, dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter. Die Regierungen ihres Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. Naja, und dieses kosmische Imperativ? War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter. Ja, aber die Schwachen brauchen auch Schutz. Die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu schützen. Sonst herrscht Anarchie. Aber wer nichts beizutragen hat, sollte eliminiert werden. Damit der Konflikt zur Lebensmaxime wird? Die Evolution verlangt das. Die Starken dominieren die Schwachen und werden stärker. Zum Wohle aller. Aber ich denke nicht, dass Ihre Asari meine Ansichten teilt. Liara? Sie hatte vermutlich nur eine gänzlich andere Vorstellung von Proteanern. Wir sind alle das Produkt unserer Zeit. Wäre ich in diesem Zyklus geboren, wäre ich vielleicht der edle Gelehrte, den sie gern hätte. Sie? Wirklich? Würde Ihnen das liegen? Es ist eine völlig andere Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich habe immer im Krieg gelebt, in jeder Schlacht Leben genommen. Da ist es schwierig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kenne keinen anderen Teller. Es hat mich geformt, wie der Stein vom Künstler geformt wird. Der Stein hat dabei keinen Einfluss auf seine Form. Sie und ich, Commander. Der Krieg ist unser Steinmetz und wir sind seine Gefangenen. Vielleicht nicht mehr lang. Ein Sieg würde uns beide befreien. Danke, Commander. Ich habe einen Reaper sterben sehen. Das ist lange her. Hoffentlich war das der erste von vielen. Ja, der Kampf bleibt schwierig. Ich hätte den Vorschlag der Salarianer angenommen und den Kroganern nichts davon gesagt. Moral und Freundschaft sind bedeutungslos geworden. Ihre Verbündeten sind nur Ressourcen gegen die Reaper. Wenn die Kroganer Vergeltung für die Vergangenheit wollen, vergeuden sie keine Zeit mit Sterilitätsseuchen. Vernichten sie sie einfach. Bis dahin sind sie ein nützliches Kanonenfutter für die Reaper. Er sieht das alles viel zu hart und das ist auch ein bisschen scheiße. Ja, ich rede nicht so gerne mit ihm, weil er hat immer solche Ansichten, die einfach hart und eiskalt sind. Na, wie läuft es denn hier überhaupt? Shepard, nochmals vielen Dank, dass Sie bei der Flüchtlingsgedenkstätte waren. Ich fühle mich besser. Ist jetzt alles irgendwie viel klarer. Freut mich, dass ich helfen konnte. Sir. Schön, dass es ihm gut geht. Und wie geht es hier voran? Glauben Sie, das freigesetzte Heilmittel hat irgendwelche Auswirkungen auf uns? Uns werden doch jetzt nicht etwas Schuppen wachsen. Nein. Oh, Moment mal, was ist das denn da? Du hast das Schuppen. Da wir jetzt die Kroganer an Bord haben, können wir uns vielleicht wieder den Reapern widmen. Nein, noch nicht. Ich habe mir die Daten des Reapers angesehen, den sie auf Tuchanka ausgeschaltet haben. Das soll einer von den Kleinen gewesen sein? Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch, tot ist tot, aber verdammt, klein war an dem überhaupt gar nichts. Hey. Der war schon echt riesig.
So, wir können hier nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Mal gucken, ob wir was im Spectre-Büro... Wir können uns... Oh, Schande. Wir können uns was ganz Tolles leisten. Aber ich glaube, wir machen das, wenn wir mal auf der Citadel sind. Gucken wir mal hier. Inferno-Panzerung und... ja, mal zurück. Stimmt, das brauchen wir. Wow, wir haben ja schnell das Geld zusammengekriegt, um eins der Spectre-Ausrüstungen zu bekommen. Aber wir lassen es erstmal gut sein und wir gehen mal zurück Richtung Maschinendeck und geben das Ding mal ab. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Habe ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So weit würde ich nicht gehen. Sie und Donnelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edi und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tegel helfen. Wenn Sie es wünschen, schicke ich Ihnen die Pläne. Tun Sie das. Jawohl. Gute Arbeit von allen. So, das lief doch mal ganz gut, oder? Jo. Es gibt nichts zu berichten. Dann ist okay. Okay, wir könnten wieder mal hochgehen. Captain's Kabine. Meine Fresse, habe ich mal wieder Wortsalat im Mund. Hey, Schnuff, Schnuff, na, wie geht's? Oh, Schnuff, Schnuff. Wie schön. Es geht Captain Schnuff, Schnuff sehr gut. Er freut sich sogar seines Lebens. Guck mal. Ist er nicht süß? Ja. Oh, ich bin knuffig. Ja, mein kleiner Captain Schnuffschnuff. Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten ihn Admiral nennen. Aber okay. Die Turianer haben uns Zugriff höchster Freigabestufe auf ihre Kampfdaten gegeben. Ihre Schiffe sind bereits unterwegs, um die Allianzflotte zu unterstützen. Sie haben tatsächlich ein Bündnis zwischen Kroganern und Turianern zustande gebracht? Mhm. Es ist eine Sache, von Commander Shepard zu hören. Ihn in Action zu sehen, ist eine andere. Ach, schon witzig, ne? So. Das hätten wir schon mal erledigt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wir werden noch mal gleich eine ganz kurze Pause machen. Und ich sag mal, bis dann.